Wir haben es uns hier bequem gemacht auf unserem imaginären Campingplatz. Ein richtiger Campingplatz wäre mir jetzt lieber. Aber ich weiß auch, was beim Campen eine riese Rolle spielt, nämlich mobiler Strom. Der wird immer wichtiger mit jedem Jahr. Und vor allem auch USB-Strom, weil wir auch viele USB-Geräte haben. Im Campingbereich geht das hin bis zum Wasserkocher, über Lichter, Ventilatoren und natürlich unsere Smartphones, die ja mehr als ein Telefon sind mittlerweile. Und über diese Stromversorgung vom kleinsten bis richtig groß sprechen wir heute, sodass Sie, egal wo Sie sind, auf der Welt eigentlich immer genügend Reservestrom dabei haben. Wir beginnen mit einem Reservestrom eben für USB-Geräte, aber da haben wir mal satt Speicher drin. Und genau das ist der Punkt. Wir reden hier von 20.000 Milliampere-Stunden, falls Sie mit dieser Zahl nichts anfangen können. Sie können ein handelsübliches Smartphone ungefähr 6-7 Mal locker wieder mit Energie versorgen. Das Schöne ist, dieses fantastische Modell sagt Ihnen auch immer ganz genau, wie viel Reserveenergie haben Sie denn eigentlich noch zur Verfügung, indem Sie ganz einfach hier aufs Knöpfchen drücken und dann sehen Sie hier die Akkuladestandsanzeige in Prozent in diesem LCD-Display. Ich tippe es nochmal ganz kurz an, sehen Sie, da kommt dann die entsprechende Zahl. Das aber nur mal eine Randinformation. Man sieht es ja auch der Reserveenergie nicht an, wie viel Speicher Sie de facto noch haben. Interessant wird es natürlich hier bei den Anschlüssen. Sie haben zweimal die USB-A-Anschlüsse und dann auch noch die USB-C-Anschlüsse mit dabei. Übrigens hier auch mit Power Delivery, wie es so schön heißt. Sie wissen, moderne Handys brauchen ein bisschen mehr Energie als etwas ältere Gerätschaften. Wir hatten es gerade vor der Sendung noch mal, Ralf, dein Smartphone ist jetzt 5 oder 6 Jahre alt? Meins ist 6 Jahre alt. 6 Jahre alt? Ja, meins hat 2 auf dem Puckel. Ich glaube, meins könnte ich mit etwas mehr Energie aufladen, weil, glaube ich, da auch ein bisschen mehr Energie benötigt wird. Ja, je neuer das Handy. Bei dir käme man mit dem Hamsterrädchen noch hin, glaube ich. Ja, ich habe eine Drehkurbel hinten dran. Nein, aber auch ich selbst. Also man braucht ja bei älteren Smartphones übrigens vielleicht öfter, weil die Akkus nicht mehr so lange halten. Das ist es ja gerade. Ja, also insofern, Sie sehen, das hat so seine Tücken, egal ob älteres Modell oder neueres Modell. Sie werden auf jeden Fall Ihre USB-Geräte damit aufladen können. Und das Schöne ist, natürlich geht es hier nicht nur um die klassischen Smartphones. Und Ralf hat völlig recht mit dem, was er in der Anmoderation sagte. So ein Smartphone ist ja heutzutage doch wesentlich mehr als nur ein reines Telefon, mit dem man telefoniert oder mal eben zwischendurch mal eine Nachricht verschickt. So ein Smartphone ist ja heutzutage auch Fotoapparat. So ein Smartphone ist ja Musikbox. Bankfiliale. Fahrkartenschalter. irgendwelche Impfpass-Geschichten und so weiter. Und Navigationsgerät. Und Kommunikationsgerät natürlich auch noch. Navigation. Mhm. Also Sie merken schon, so ein Smartphone wird natürlich ständig gebraucht. Aber was erzählen wir Ihnen? Sie brauchen es natürlich selber. Und deswegen macht es immer Sinn, hier mal eine vernünftige Stromreserve zu haben. Aber bitte nicht nur immer nur an das Smartphone denken. Es gibt so viele andere Gerätschaften. Wie zum Beispiel mal, wenn Sie Kinder dabei haben, wenn Sie es kennen. Die schauen ganz gerne auch schon mal auf der Fahrt in den Urlaub zum Campingplatz. Mal so eine Serie, wenn man 3 Stunden mit Kindern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren im Stau steht, dann weiß man, wie sinnvoll das sein kann. Vielleicht mal so den einen oder anderen Comic auf so einem iPad oder sowas mal dabei zu haben. Auch die Geräte brauchen USB-Strom. Der ein oder andere mag ganz gerne also auch mal den E-Book-Reader, nicht mehr klassische Bücher, sondern in elektronischer Form, die Kopfhörer, die Bluetooth-Boxen und. Und das alles können Sie hervorragend mit Energie versorgen. Das eingebettet übrigens in einem stabilen Aluminiumgehäuse. Ja. Also ausgesprochen robust noch dazu. Und Sie machen es vielleicht auch so, bevor Sie etwas kaufen, schauen Sie, wie haben es andere bewertet. Und deshalb schauen wir mal parallel zu Amazon. Und da sehen wir gerade, diese Powerbank hat 4,4 Sterne. Das ist also wirklich ausgezeichnet, das kann man so sagen. Und dementsprechend klare Empfehlung für jemanden, der Notstrom braucht. Ja. Auch muss nicht Campingurlaub sein, das kann auch nur eine Radtour sein. Na klar. Weil Sie wissen das selber, sobald Sie diese Zusatzortung, also GPS eingeschaltet haben, scheint der Akku eigentlich von selbst zu verschwinden. Man kann zuschauen, wie die Akkunadel nach unten geht. Und dann ist es natürlich umso wichtiger. 35,14 Euro, das ist Ihr TV-Sonderpreis, möchte ich nochmal betonen, weil wir es mit Amazon verglichen haben. Die Amazon-Kunden zahlen den normalen Preis. Nur Sie bekommen den TV-Sonderpreis und so haben Sie Reserveenergie eben satt dabei. Vielleicht auch für Bluetooth-Lautsprecher. Mittlerweile gibt es Ventilatoren, Zahnbürsten und. Ja. Und ich denke, hier eine Grundversorgung eben gesichert. Und wir haben es gesehen, sogar 3 Anschlüsse und sogar alle 3 kann man parallel betreiben. Die Bestellnummer hier ist die ZX8312.
und die 5, 6, 9. Jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, der vergisst auch mal den Ladezustand zu kontrollieren und hat vielleicht auch ein noch moderneres G-fähiges Handy. Mhm. Und da haben wir jetzt, ich sag mal, eine Powerbank der nächsten Generation. Und genauso ist es. Einmal komplett hochgeladen, möchten Sie natürlich, dass Ihnen die Energie auch dann zur Verfügung steht, wenn Sie sie denn de facto brauchen. Ich sag mal, wenn man jetzt irgendwo zu Hause unterwegs ist oder man hat Zugang zu einer Steckdose, werden die meisten von Ihnen wahrscheinlich dann doch eher eine Steckdose zum Aufladen bevorzugen. Ist ja so schön praktisch. Aber wenn man dann so eine Powerbank dann eben mitnehmen möchte, stellt man fest, über so eine gewisse Selbstentladung geht dann vielleicht doch mal ein bisschen Energie verloren. Das können Sie bei diesem Modell hier komplett und getrost abhaken gedanklich, denn hier haben Sie auf der Rückseite des Gerätes ein kleines Solarpanel mit drauf und das hält quasi den Ladezustand Ihrer Reserveenergie immer auf dem neuesten Stand, das heißt immer dann auf dem Level, wie Sie es ganz einfach, wie Sie es zu Hause geladen haben. Das lädt jetzt schon. Ja, bitte? Bei unserer Studie geht schon lädt es. Wow. Ja, de facto funktioniert das also hier also auch schon mit unserer entsprechenden künstlichen Studiebeleuchtung. Kapazität übrigens bei diesem Gerät 20.000 mAh, also ein handelsübliches Handy, so 6-7 Mal ungefähr, werden Sie damit hochladen können. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem, das werden Sie vielleicht auch kennen. Sie haben an die Reserveenergie gedacht und Sie haben natürlich Ihr Smartphone mit dabei und in dem Moment, wo das Smartphone leer ist, stellst du fest, habe ich mein Ladekabel vergessen. Das ist natürlich ärgerlich, wir werden Ihnen gleich auch noch ein passendes Kabel anbieten, aber das Schöne ist, bei dieser Powerbank müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen, wenn Sie ein sogenanntes Qi-fähiges Telefon haben. Qi-fähig bedeutet, diese Telefone laden ganz einfach per Induktion, das heißt kabellos. Und wenn wir bei mir mal gucken, ich habe mal dreisterweise mein Handy mal mit ins Studio reingenommen, das ist ein iPhone 12 und da können Sie jetzt ganz einfach hingehen, Sie sehen kein einziges Kabel, mein Handy, die Powerbank, einfach draufladen, drauflegen und... Na Moment, super Beispiel, Augenblick, einschalten. Einschalten, ja. Ja, Augenblick. So, jetzt. Jetzt, Achtung. Gucken wir mal, und schon nichts. Gleich beim ersten Mal, siehst du? Da sehen wir doch. Ja, das einschalten ist... muss man natürlich, das ist klar. So, aber ansonsten finde ich das eine ganz, ganz praktische Angelegenheit. Sie können es doch ganz einfach mal neben sich legen. Sie wissen, gerade bei älteren Menschen, die haben mit diesem kleinen Steckerchen ihre liebe Not. Ich übrigens auch, ja, also es hat damit überhaupt nichts zu tun. Und diese Ladefähigkeit ganz einfach über Qi, über drauflegen hier, ist eine ganz praktische Angelegenheit. Ja, ein Flutlicht ist auch noch mit dabei. Und wir schauen auch hier mal, was dann die Amazon-Kunden dazu sagen. Oh, das ist ja schon fast Adelstitel. 4,7 von 5 Sternen. Und nochmal, Sie haben den regulären Preis bezahlt. Sie bekommen auch diese sehr, sehr moderne Powerbank zum TV-Sonderpreis. Und der liegt gerade mal bei 45,59 €. Und gerade wenn man ein Qi-fähiges Handy hat, ist das natürlich genau richtig. Und ich habe gerade den Scheinwerfer noch angesprochen. Das ist nicht eine kleine Funzel, das ist ein richtiger Scheinwerfer, der ebenfalls hier integriert ist. Also rundlos Camping-Sorglos-Paket. Ja, das macht natürlich Sinn, wenn man ganz einfach im Camping unterwegs ist oder wenn man vielleicht mal ein bisschen später vom Strand wiederkommt und die Dämmerung hat schon eingesetzt, dann kennt das der ein oder andere, bevor man da irgendwie auf einen Stein oder sonst irgendwas tritt, hat man vielleicht mal lieber eine vernünftige Beleuchtung zur Hand. Und ich denke, diese Beleuchtung jetzt hier mit über 670 Lumen ist dann vielleicht doch noch ein bisschen aussagekräftiger als so eine kleine Lampe, die so ein Handy normalerweise mitbringt. Wichtig bitte auch zu wissen, das gute Stück ist entsprechend wind- und wetterfest. Diana, du kommst gerade vom Strand, mehr oder weniger ist wenige Tage her. Da ist es schon praktisch bei viel Sand und Salzwasser und so weiter, wenn man was Robustes dabei hat. Ne? Ja, natürlich. Ich muss dir sagen, dass ich habe wirklich sowas dort vermisst, weil ich dachte, okay, jetzt ich war viel auf dem Strand, wir haben Musik gehört, Foto gemacht, ich habe mal mit Mädels. Und natürlich solche Geräte, ich würde natürlich gerne empfehlen. Aber nächsten Gerät gefällt mir noch mehr. Lass uns das erst kurz mal abschließen. Ich sage Ihnen jetzt hier noch die Bestellnummer. Die ZX3159 und die 569, der Preis 45,59 €. So, jetzt ist nicht jedes Handy oder jedes USB-Gerät Qi-ladefähig. Und deshalb hast du uns jetzt noch ein Kabel. Aber hier können wir wirklich sagen, für jedes in den letzten 15 Jahren in Deutschland verkaufte Smartphone passt eben dieses Kabel. Ist es auf jeden Fall das richtige Kabel. Und genau das ist der Punkt. Auf der einen Seite werden Sie bei diesem Kabel einen klassischen USB-A-Anschluss finden. Das ist der etwas breitere USB-Stecker, den Sie vielleicht von Ihrem Laptop oder von Ihrem Computer her kennen. Natürlich finden Sie die Anschlüsse auch immer hier an der entsprechenden Powerbank. Ich habe es hier mal für Sie angedockt. Aber wie Ralf das richtig sagte, Sie werden auch jedes andere USB-fähige Gerät hier mit andocken können, weil Sie auf der anderen Seite drei Anschlüsse haben. Das ist einmal der Micro-USB-Anschluss, das ist der USB-C-Anschluss für die moderneren Geräte und auch der Lightning-Anschluss oder 8-Pin-Anschluss für die iPhone-Fans.
ist ebenfalls mit dabei. Also egal ob Kopfhörer oder Smartphone, egal welcher Hersteller, Sie werden eine entsprechende Lademöglichkeit mit diesem Kabel haben und das auf 1,20 Meter verteilt. Ja, und gerade mal für 7,59 € für dieses Kabel, ja, notieren Sie bitte die Bestellnummer, die PX2460 und die 569. Eine Powerbank haben wir noch und das ist für mich eigentlich die beste und vor allem durchdachteste Powerbank in unserem ganzen Programm. So, da haben wir natürlich jetzt die Familien-Sonderausstattung sozusagen. Sie wissen, Sie sind wahrscheinlich nicht der Einzige, der ein Smartphone mitbringt, besonders nicht dann, wenn Sie Teenager noch mit auf der Reise haben. Und Diana hat es eben mal gezeigt, wie machst du immer, wenn du im Urlaub deine Fotos machst oder dein Smartphone nutzt? Warum brauchen Männer weniger ein Smartphone als die Frauen? Du erinnerst dich? Wegen den Fotos? Wie hast du eben gemacht? Ja, Foto. Ja. Achso, das will ich jetzt noch mal sehen. Oh, Zeit das Sommer. Was machen die Mädels im Urlaub immer? Ja. Okay, ja. Ich glaube, alle kennen das. Typische Handbewegung. Ja. Ja, so. Jetzt haben wir hier natürlich eine Powerbank, die also ohne weiteres, also auch mal nicht nur von den Anschlussmöglichkeiten her, verschiedenste Handys oder verschiedenste USB-Geräte gleichzeitig laden kann. Wir haben hier natürlich auch wieder eine Powerbank mit 30.000 mAh, also ungefähr 10-mal lässt sich ein handelsübliches Handy wieder locker befüllen. Auch hier haben wir natürlich auf der Vorderseite wieder ein entsprechendes Solarpanel mit dabei. Das heißt, einmal zu Hause an der Steckdose komplett hochgeladen, hält das Solarpanel hier in der Regel den Ladezustand ihrer Powerbank und lädt vielleicht sogar ein kleines bisschen auch noch nach, wenn vielleicht mal die Sonne ordentlich scheint. Jetzt passiert aber der, wie sagt man immer so schön, Unglück kommt selten allein, jetzt passiert dieser Fall, dass dir genau in den Abendstunden, wenn du jetzt dein Handy noch mal brauchst, nicht nur dein Handy leer geht, dein Handyakku leer geht, sondern eben auch leider die Kapazität deiner Powerbank am Ende ist. Ja? Dafür kann Diana das gute Stück mal rumdrehen, denn auch für so einen Fall sind Sie mit dieser Powerbank bestens ausgestattet. Sie haben nämlich hier nicht nur ein Solarpanel auf der Vorderseite, sondern gleichzeitig, und das finde ich eigentlich noch viel interessanter, einen Dynamo im Gerät verbaut. Das heißt, Sie können ganz einfach mittels Kurbeln wieder für zusätzliche Energie sorgen. Ob ich jetzt 30.000 mAh damit entsprechend erkurbeln würde, wage ich jetzt ernsthaft zu bezweifeln. Aber um mal so 10, 15, 20% wieder auf den Handy-Akku drauf zu kurbeln oder auf den USB-Akku des Endgerätes im Allgemeinen, ist sicherlich ohne weiteres möglich. Ein bisschen Muskelkraft, ein bisschen Muskelschmalz vorausgesetzt, wobei so stramm ist es nicht. Dann haben Sie hier immer wieder die entsprechende und notwendige Energie. Ja. Wir hatten eben das Thema mit den Kabeln. Mhm. Na, und das ist natürlich dann immer wieder eine blöde Angelegenheit. Jetzt haben Sie sich so ein tolles Kabel gekauft mit den drei verschiedenen Anschlüssen, ist aber dann leider zu Hause in der Küche liegen lassen. Da müssen Sie sich mit dieser Powerbank überhaupt keine Gedanken machen, denn bei dieser Powerbank hat endlich mal jemand mitgedacht. So habe ich das von Anfang an immer gesagt, denn hier haben Sie sämtliche Anschlusskabel, die Sie normalerweise auch mit anderen Kabeln haben, direkt im Gerät integriert. Sie sehen also, die sind mit der Powerbank verbunden. Man kann sie also nicht vergessen. Entweder vergessen Sie die komplette Einheit oder Sie haben alles mit dabei. Mit enthalten natürlich hier der USB-C-Anschluss, der 8-Pin, der Lightning-Anschluss für die iPhones, USB-C und sogar noch ein USB-A-Anschluss ist mit dabei. Natürlich sind auch hier im oberen Teil noch weitere USB-Anschlussmöglichkeiten vorhanden, auch USB-C, sodass man da natürlich auch jederzeit mal mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom verbinden kann. Das kennen Sie ja gerade so am späten Nachmittag, wenn dann so die Familie wieder zusammenkommt zum Kaffee und Kuchen auf dem Campingplatz, dann haben die Teenager mit den ganzen Selfies, den ganzen Fotos oder Videos die Handys leer gemacht. Mama und Papa haben vielleicht die E-Book-Reader dann vielleicht leer gelesen, ein bisschen Musik möchte man auch noch machen. Und da hängen man vielleicht dann doch ganz gerne mal zwei, drei Geräte gleichzeitig dran. Mit dieser ordentlichen Reserveenergie ist es ohne weiteres möglich. An einem Satz bin ich gerade hängen geblieben. Hilfe, ich habe meinen E-Book-Reader leer gelesen. Okay, gut. Keine Buchstaben mehr drin, alles leer gelesen. Nein, alles aber leer. Heutzutage wird ja so viel über USB betrieben oder geladen. Und hier sind die Anschlusskabel schon integriert. Man muss nicht gucken, habe ich genügend Kabel dabei. Solarpanel sorgt dafür, dass wirklich eben auch der Zustand mindestens gehalten wird und die Kurbel ist dann, wenn alle Stricke reißen und dann eben nochmal in letzter Instanz, wenn es notwendig ist, Notstrom zu erzeugen für die wichtigen USB-Geräte. Ein Scheinwerfer, richtig hell, ist auch noch mit dabei. Also alles, was man rundum braucht. Und so komme ich wieder zu dem Schluss, es ist die beste, weil durchdachteste Powerbank bei uns im Programm. Die Bestellnummer ist die ZX7341 und die 569, der Preis
75,99 €. Und wenn wir hier jetzt die vier Anschlusskabel und oben nochmal die Anschlüsse sehen, die man alle parallel nutzen kann, können hier sogar zeitgleich im Prinzip alle aus der Familie ihre USB-Geräte aufladen. Und das ist natürlich auch noch ein Vorteil. Da muss nicht einer warten, bis das andere voll ist oder bis er genügend Energie hat. Und da sehen wir ein paar Beispiele. Das sind Smartphones, das sind Tablets. Ja. E-Book-Reader hast du genannt. Das können aber auch hier die kleinen Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher, Kameras, die man hat. Viele haben ja auch externe Videokameras, die auch häufig per USB geladen werden. Ja. Oder auch, wenn man mal ein bisschen fliegt mit einer Drohne, also einem kleinen Quadrocopter, auch die können hier geladen werden. Also Sie merken schon, liebe Zuschauer, das ist so dieses Rundum-Sorglos-Paket, diese Powerbank. Und wenn ich Ihnen eine Empfehlung aussprechen darf, dann wäre es diese an dieser Stelle. Die hat nicht nur die größte Kapazität mit 30.000 mAh, wie gesagt, ungefähr 10-mal können Sie ein handelsübliches Handy wieder hochladen. Die hat entsprechend den Schutz gegen die Selbstentladung. Ja, denn Sie möchten natürlich die Power, die Sie hier drin aufgeladen haben, auch dann vor Ort nutzen. Und Sie haben natürlich auch diesen entsprechenden Kurbel mit dabei. Das heißt, auch dann, wenn wirklich mal alle Stricke reißen und es ist dunkel und alles ist leer, erkurbeln Sie einfach Ihre Energie und alle Kabel sind auch noch mit dabei. Also das ist wirklich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, finde ich, mit das Beste, was wir derzeit im Programm haben. Ja, sprechen wir noch mal über den Preis. Gerade mal 75,99 € für USB-Strom-Sicherheit. So möchte ich es nennen. Nochmal die Bestellnummer, das ist die ZX7341 und die 569. Aber der eine oder andere sagt vielleicht auch beim Camping unterwegs, USB-Strom ist ja toll, aber ich möchte in Anführungsstrichen richtigen Strom, also 230 Volt wie zu Hause. Aber da hast du auch noch die richtige Kombination mitgebracht. Und genau das ist der Punkt, liebe Zuschauer. Wir zeigen Ihnen jetzt unsere beiden beliebtesten Energiespeicher derzeit. Energiespeicher deswegen, weil Sie natürlich hier, wie Ralf richtig sagt, eine Kombination bekommen, nicht nur aus, sagen wir mal ein bisschen salopp, riesengroßer Batterie, es ist wesentlich mehr als das, aber wie riesengroßem Energiespeicher in Kombination mit einem Solarpanel zum Wiederaufladen. Drücken wir es mal ganz kurz an, damit wir uns hier auch mal das Display anschauen können. Und während wir das tun, gehe ich mal nach hinten zur Bank und hole mal eben das entsprechende Solarpanel vor, was hier bereits mit im Lieferumfang enthalten ist. Und neben einem Stromspeicher bekommen Sie natürlich auch noch das Solarpanel mit dazu, in sehr beweglicher Form. Beides wäre möglich für zu Hause, aber eben auch mal für unterwegs. Mhm. Und wie nennt man das in der Fachsprache? Photovoltaikanlage. Ja, richtig. Ja, genau ihre so ist eigene es. Strominsel, ihre Andersrum? Eigene Photovoltaikanlage. Carsten, jetzt sollten wir mal kurz mal einführen, weil du das gesprochen hast. Ja. Mobiler Einsatz oder auch Festeinbau zu Hause ist beides möglich. Dann spielt natürlich die Mehrwertsteuer eine Rolle. Und genau das ist es. Gibt das Jahressteuergesetz. Ja. Möchtest du es ausführen, soll ich? Du erklärst gerne mal. Ich baue so lange mal das Okay, das bau du mal auf. Zack, so. Also, Jahressteuergesetz 2022 ist zum 1.1. dieses Jahres in Betrieb gegangen oder in Angriff genommen worden oder gilt seitdem und das besagt zweierlei. 19% Mehrwertsteuer, so wie es also immer war, wenn man Photovoltaikanlagen mobil einsetzt, also Camping, Bootshaus, Schrebergarten oder auch Ferienwohnungen oder Häuser im Ausland oder gewerblich nutzt. Aber interessant wird es bei solchen Anlagen natürlich, wenn man es privat zu Hause nutzt, auf privaten Wohngebäuden oder angrenzenden Objekten und wenn die Gesamtphotovoltaik 30.000 Watt in der Spitze nicht übersteigt, dann dürfen Sie es mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Also jetzt im Moment eingeblendet ist die 19% Mehrwertsteuer, also für mobilen Einsatz. Aber ich weiß, dass auch beim Camping mittlerweile viele auf den Luxus des Stroms nicht mehr verzichten möchten. Und dann ist das hier natürlich optimal. Und genau das ist es ja gerade. Du weißt, ich hatte vor kurzem Besuch von einem Freund aus Köln, der kam mit seinem Campingmobil, ein umgebautes Fahrzeug war das. Und er sagte, ich muss mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie kann ich denn jetzt eigentlich meine Bequemlichkeit und meine Eitelkeit befriedigen. Zum einen, wenn es um den Haartrockner geht und zum anderen auch, wenn es um den Fernseher nebst DVD-Spieler geht. Sagte, wenn ich jetzt auf einem Campingplatz stehe, habe ich in der Regel Zugang zum sogenannten Landstrom. Ja, aber auch den muss ich natürlich teuer bezahlen, sagt er zu mir. Insofern ist natürlich eine separate Stromversorgung, am besten eine kostengünstige Stromversorgung, um ein Vielfaches besser. Und genau das haben wir jetzt hier. Sie sehen hier bei unserem Energiespeicher natürlich das Herzstück der kompletten Anlage. Das sind die zwei 230 Volt Steckdosen. Und damit sind Sie jetzt hier bei einer Leistungsdichte, bei einer Leistung von bis zu 2000 Watt und einer Kapazität von über 1400 Wattstunden in der Lage, den bereits angesprochenen Haartrockner entsprechend mit Strom zu versorgen. Sehr wichtig, ja. Diana freut sich darüber. Ja. Kriegst du Locken, wenn du in die Feuchtigkeit kommst?
Nein, nein. Nein? Aber dann meine Locken würden so gerade, also das auch. Deine Locken gut. werden gerade? Ja, wenn sie mit dem Lockenstab morgens Locken ja. gemacht haben. Darauf wollte ich ja hinaus. Ja, ja. Bei mir andere Probleme, ja. Also andersrum. Wenn sie nass werden, werden sie glatt. Wenn sie nass werden, werden sie glatt. Da werden viele Damen jetzt zu Hause sagen, Mensch, das wäre bei mir da auch mal eine coole Angelegenheit. Ich kenne es normalerweise andersrum, dass die Haare sich dann anfangen zu kräuseln. Ja, das ist zwei verschiedene Probleme, aber jedes Problem ist wichtig. Ja, so oder so. Und bei solchem Camping, wenn du kannst Haartrockner nutzen, ich bin immer dabei. Weil das ist großartig, sonst, oder? Ich bin raus, ja. So. Haartrockner ist ein Ding, für die Dame natürlich absolut unerlässlich. Für uns Männer wäre vielleicht ganz interessant, zwischendurch mal das Aufladen des Rasierapparates oder der elektrischen Zahnbürste, aber auch das Entertainment-Paket darf natürlich nicht fehlen. Da reden wir nicht nur von Musik, da reden wir natürlich auch mal von einem vernünftigen Fernseher. Viele haben so einen Fernseher auch mal im Wohnmobil selber. Der möchte natürlich auch ganz gerne mit Strom betrieben werden. Ich sag mal, ein schwarzes Bild ist natürlich jetzt auf Dauer auch nicht unbedingt spannend. Ständige Wiederholung ist natürlich doof. Ne? Also da möchtest du ganz gerne mal Strom reinpacken. Vielleicht hast du auch ganz einfach mal eine Fritteuse mit dabei. So ein leckeres Grillkotelett. Ja, nur und dann eine Herdplatte. Weil nicht mit Gaskocher alles machen ganz willst. Genau. Also es gibt ja ganz andere Freiheiten. Und ich habe auch schon von Problemen gehört, von Leuten, die auf dem Campingplatz dann diesen Landstrom genommen haben. Mhm. Und da hingen 10 andere Camper mit drauf. Und plötzlich macht es bumm, Sicherung raus. Ja. Und dann hast du keinen Strom mehr. Wir wissen, ein Unglück kommt selten allein, dann ist der Platzwart auch nicht da, kommt Was vielleicht erst am Montag Samstag wieder. Um 10 Uhr? Ja. Hier hast du deine autarke Stromversorgung für überall. Übrigens auch zu Hause richtig schöne Möglichkeiten, eigentlich Gebäude, die gar keinen Strom haben, plötzlich mit Strom auszustatten. Richtig. Und das wäre dann wieder Festeinbau auf Garage oder Gartenhaus zu Hause, dann mit 0% Mehrwertsteuer. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Schauen wir mal kurz auf pearl.de hier und wir vergleichen jetzt mal die 0% Mehrwertsteuer und jetzt sehen wir die 0% Mehrwertsteuervariante. Und hier nur der Speicher, 1.176,46 Euro. Also identischer Preis, aber hier jetzt bekommen Sie quasi das Solarpanel und alle Anschlusskabel geschenkt. Ja. Das gilt übrigens bei beiden Varianten, 19% als auch 0% Variante. Und das ist ein einzigartiges Angebot. Diese Aktion läuft noch, solange der Vorrat reicht. Aber die Nachfrage ist natürlich sehr, sehr groß. 19% Mehrwertsteuervariante hat hier die Bestellnummer ZX3145. Und die 569 nochmal hier zur Erinnerung, das wäre gewerbliche Nutzung oder mobiler Einsatz, also Wohnmobil, Bootshaus oder ähnliches. Und die 0% Mehrwertsteuer Festeinbau zu Hause wäre die Bestellnummer die MW1007 und die 569. Ja. Jetzt steigern wir uns noch ein bisschen in Kapazität, aber auch in Leistungsfähigkeit. Und genau das ist der Punkt. Also da sind wir jetzt momentan, soweit ich das in der Statistik richtig interpretiert habe, bei dem momentan beliebtesten Energiespeicher in Kombination mit unserem wirklich kraftvollen 240 Watt Solarpanel. Diana hat eben schon den Stecker in der Hand. Seid mal bitte so lieb und zeigt mal, wie einfach man das Ganze miteinander verbinden kann. Übrigens 5 Meter Kabel vom Solarpanel hin zum Energiespeicher. Das lässt natürlich beim Camping ohne weiteres mal die Möglichkeit zu, auch mal so einen Energiespeicher mal unter den Tisch oder in unmittelbare Nähe zu den elektrischen Geräten hinzustellen. Auch mal vielleicht ein schattiges Plätzchen, während man das Solarpanel dann auch mal richtig hervorragend dann eben in Richtung Sonne ausrichten kann. Aber reden wir auch gerne nochmal über die 0% Mehrwertsteuervariante. Orte zu Hause mit Strom ausstatten, wo man vielleicht schon mal immer drüber nachgedacht, Mensch, da hätte ich ganz gerne mal Strom, zum Beispiel im neu gebauten Carport oder vielleicht mal in einem nachträglich aufgesetzten Gartenhäuschen, bis man da so eine Stromleitung vom Verteiler hingelegt hat. Sie wissen, ich glaube, mittlerweile muss man die Meter tief versenken oder was haben wir nachgegoogelt? Ich weiß nicht genau, also Erdkabel müssen gelegt werden. Erdkabel und so weiter. Das ist nicht ganz einfach. Es ist mit Aufwand verbunden und vor allen Dingen sehr kostspielig. Jetzt könnten Sie hingehen und beispielsweise so ein Solarpanel, um bei dem Beispiel Gartenhäuschen zu bleiben, ganz einfach mal fest auf dem Dach Ihres Gartenhäuschens platzieren. Das Ganze ist ohne weiteres möglich. Und dann können Sie natürlich jetzt hier quasi das Verbindungskabel zu Ihrem Energiespeicher ins Gartenhäuschen legen. Das ist ein relativ dünnes Kabel, also der Weg ist da wirklich ein einfacher. Und dann ganz einfach nur verbinden. Und bums, haben Sie zwei zuverlässige Steckdosen, nebst natürlich den anderen Steckplätzen, USB, den Hohlstecker und auch den 12-Volt-Steckplatz jetzt hier, an einer Stelle, wo Sie vielleicht schon immer mal Strom haben wollten, weil Sie vielleicht eine kleine Werkbank reinbauen, weil Sie vielleicht da die ganzen Gartengeräte und dergleichen haben, weil Sie vielleicht auch da die Akkus ihrer Gerätschaften oder was aufladen möchten. Dort eben Strom, wo bis dato nicht unbedingt an Strom zu denken war oder wo der Aufwand ganz einfach zu hoch war. Bitte, wenn wir jetzt die 0% Mehrwertsteuervariante nehmen, für den festen Einbau müssen wir ein Stück weit differenzieren. Das heißt, das Solarpanel muss bei der 0% Mehrwertsteuervariante fest installiert sein an Ihrem privaten Gebäude.
oder eben an den besagten angrenzenden Gebäuden, Carport, Garage, Gartenhäuschen, um einige Beispiele zu nennen. Der Stromspeicher aber, den können Sie trotzdem weiterhin flexibel auf dem Grundstück bewegen. Das heißt also auch dann, wenn vielleicht mal bei Ihnen zu Hause der Strom ausfällt, aus welchem Grund auch immer, ich hatte es vor gut 2 Monaten selbst bei mir zu Hause, dann können Sie natürlich jederzeit eben auch mal aus dem Gartenhäuschen den Stromspeicher rausholen und mal mit ins Wohnzimmer, in die Küche, ins Schlafzimmer nehmen, um auch dort Ihre elektrischen Geräte dann eben in so einem Fall mit Strom zu versorgen. So manch einer nutzt übrigens nicht nur diese beiden Möglichkeiten, Strom zu haben, wo man vorher keinen hatte, eine zuverlässige Stromversicherung zu haben für den Fall eines Stromausfalls, sondern viele unserer Kunden nutzen speziell diese Kombination auch einfach mal zum Geld sparen. Ja, denn sie wissen, die Kilowattstunde Strom ist ganz schön kostspielig geworden. Jedes Watt zählt sozusagen, gerade in diesem Jahr. Kein Mensch weiß, wo diese Preisspirale noch hingeht. Und insofern nutzen Sie doch ganz einfach tagsüber die Möglichkeit, Ihren Energiespeicher aufzuladen. Und entweder tagsüber oder aber auch in den Abendstunden, dann, wenn normalerweise Photovoltaik aufgrund der Dunkelheit nicht mehr funktioniert, ganz einfach mal Ihre elektrischen Geräte mit Ihrem selbstproduzierten Strom zu versorgen. Und ich möchte wetten, da kommt auch eine ganze Menge an Strom im Laufe eines Jahres zusammen. Also Sie sehen, das sind mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und da haben wir jetzt hier von dem mobilen Einsatz nur mal ganz, ganz am Rande gesprochen. Also die Möglichkeiten sind mannigfaltig und so günstig wie aktuell hat man das Angebot noch nie. Ja, dann schauen wir uns Pearl.de diesmal in der 19% Mehrwertsteuervariante an. Und jetzt sehen wir hier, nur der Speicher kostet schon wesentlich mehr als bei uns die Kombination. Sie sehen es jetzt live eingeblendet, nur der Stromspeicher bei Pearl.de. Und die 1.999,99 sind exklusiv für Sie inklusive Stromspeicher und Solarpanel. Und wirklich clever eingesetzt ist das eine Geldsparmaschine, weil das, was du gesagt hast, jeden Watt, den ich hier entnehme, muss ich nicht an meinen Stromanbieter bezahlen. Es ist Garantie, also Stromversicherung im Falle eines Stromausfalls. Es ist die Möglichkeit, Gebäude, die keine Stromversorgung haben, plötzlich mit eigenem Strom zu versorgen, als Strominsel. Und natürlich, weil wir jetzt noch die 19% eingeblendet haben, die 19% Mehrwertsteuer, natürlich auch die Möglichkeit, Strom überall dorthin mitzunehmen, wo man ihn eben brauchen könnte. Und genau das ist der Punkt. Sie sehen übrigens jetzt hier gerade auf dem Display zum einen, dass wir das Solarpanel angeschlossen haben. Ja, das war also diese Meisterleistung. Respekt davor, Diana. Sehr gut. Wir sehen natürlich hier auf dem jetzt mal etwas größer dargestellt, auch mal dieses fantastische Display jetzt hier. Wenn wir jetzt mal direkten Vergleich machen, ich halte Ihnen jetzt mal hier so eine Powerbank daneben. Da haben Sie jetzt hier noch dieses kleine Display, da sehen Sie, okay, 75% an Restenergie habe ich da noch drauf. Diese Information hier auf Ihrem Energiespeicher geht natürlich dann noch mal ein paar Schritte weiter. Sie sehen auf der einen Seite, wie viel Strom wird denn eigentlich gerade entnommen über die unterschiedlichsten Steckdosen, so nenne ich sie jetzt mal, über die 230 Volt, über die USB-Anschlüsse, über den 12-Volt-Anschluss, Hohlstecker und so weiter. Sie sehen auf dieser Seite, wie viel Strom geht wieder rein, entweder über eine ganz normale Steckdose oder, und dafür ist das Set ja eigentlich gedacht, auch gerne über das Solarpanel. Interessant wird es aber dann auch nochmal hier in der Mitte. Da sehen Sie ganz klar, wie viel Akkukapazität ist noch drauf und wie lange steht mir denn eigentlich der Strom, den ich hier drin habe, noch zur Verfügung bei gleichbleibender Stromentnahme. Das heißt, Sie haben immer eine volle Kontrolle über das, was Sie an Stromreserve hier noch mit drin haben. Ist natürlich klar, wir sind hier in einem etwas hochpreisigeren Segment unterwegs als logischerweise bei so einer Powerbank hier. Ich halte sie nochmal daneben. Und insofern sind das Informationen, die ich hier wirklich als vollwertigen Energiemanager bezeichnen würde. Übrigens, über Qualität haben wir noch gar nicht gesprochen. Reiner Sinusstrom. Wir kennen viele Gerätschaften im Haushalt oder eben auch mal im mobilen Einsatz. Die mögen diese zickigen Varianten von nicht reinem Sinusstrom nicht unbedingt. Dann muckt mal das ein oder andere Gerät. Sie können hier davon ausgehen, hier sehen wir es mal gerade. Also der Strom, den Sie bekommen bei unseren Geräten, ist der im unteren Teil, so wie Strom aus der Steckdose normalerweise auch sein sollte, im oberen Teil. Das gibt mitunter schon mal gerade bei modernen Fernsehern oder bei dem ein oder anderen Baugerät schon mal so das ein oder andere Malöhrchen. Das wollen Sie nicht unbedingt. Also die Qualität des Stroms ist wirklich herausragend. Und bitte auch die Kapazität oder die Batterie an sich, der Stromspeicher an sich, Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Wir haben gerade den traurigen Fall an anderer Stelle, dass man sehen kann, was mit anderer Akkutechnik so ohne weiteres alles passieren kann. Hier sind Sie definitiv mit einer modernen Technik ausgestattet und ich habe noch nie gehört, dass mit Lithium-Eisen-Phosphat irgendwas passiert ist. Eben auch eine sichere Technik und eine langlebige Technik. Hier sehen Sie beide Bestellnummern nochmal im Überblick. ZX3216 und die 569 ist für die 19% Mehrwertsteuervariante und die MW1003 und die 569 natürlich für die 0% Mehrwertsteuervariante. Nochmal überlegen,
wie möchte ich es einsetzen? Campingplatz, Bootshaus, Schrebergarten, 19% zu Hause, um clever zu sein, um Energie oder um Geld zu sparen, Gebäude mit Energie zu versorgen, die vorher nicht möglich waren, und als Stromversicherung. Und ich sage als immer so ein bisschen übertrieben, mit so einem System ist egal, wenn um mich herum die Welt untergeht, ich habe trotzdem noch Strom für meine wichtigsten Geräte. Also jetzt ran ans Telefon, nutzen Sie die Sonderpreise.